Ich binde jetzt meine Krawatte ab, binde die Ärmel, krempel die Ärmel hoch und von jetzt an wird gemeinsam und geschlossen mit hochgekrempelten Ärmeln für den Sieg, für das Land und für die Menschen in unserem Land gekämpft. Herzlichen Dank. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht will es anpacken, und zwar geschlossen. Dafür wurde heute ein Leitantrag, ein Papier zur neuen Identität der Partei, beschlossen, und zwar fast einstimmig. Nach dem Richtungsstreit in den vergangenen Wochen hat es viele Gespräche gegeben. Jetzt scheint die CDU einen Kompromiss gefunden zu haben, in dem sich alle Flügel der Partei wiederfinden. Lass mal blättern. Aber es ist am Ende nur ein Papier. Ein Papier, das wir mit Leben erfüllen müssen. Das heißt, der heutige Beschluss ist nur so gut, wie er uns auch in der Praxis bindet. 22 Punkte bilden den Fahrplan für das künftige Profil der CDU. Für Klarheit in Sachen Ausrichtung sorgt heute auch Friedrich Merz. Der Hardliner spricht die an, die innerhalb der Landes-CDU in Richtung AfD und deren Wähler schielen. Wir können mindestens die Hälfte dieser Wählerinnen und Wähler für uns zurückgewinnen. Aber nicht, indem wir uns selbst jetzt in diese Ecke manövrieren, indem wir selbst anfangen, uns zu radikalisieren, indem in unseren eigenen Reihen plötzlich die Diskussion losgeht, ob man mit denen zusammenarbeiten soll oder nicht. Noch einmal, damit es ganz klar ist, eine Zusammenarbeit mit einer solchen Partei, die rechtsradikale Neonazis in ihren eigenen Reihen nicht nur duldet, sondern aktiv fördert, kommt für die Christlich-Demokratische Union nicht in Frage. Das geht an die Adresse unter anderem der Harzer CDU, die Merz heute dennoch feiert. Deren Vorsitzender Ulrich Thomas gehört zu den Kritikern von CDU-Chef Stahlknecht und hatte nach den Querelen um den möglichen neuen Staatssekretär Wendt seinen Parteichef fast über die Klinge springen lassen. Man sagt ja, ein Gewitter reinigt oder hat reinigende Wirkung. Sicherlich spielte das eine Rolle auf diesem heutigen Parteitag. Aber ich sage ganz deutlich, das war heute ein inhaltlicher Parteitag. Es ging heute nicht um Personen, es ging um Positionen. Die haben wir klar bezogen. Es zählen am Ende immer die Ergebnisse. Und manche Dinge, da hinzukommen, sind schwierig. Das weiß ich. Und wenn man Verantwortung hat, macht Führung manchmal auch einsam. Auch das gehört im Leben dazu. Ist keine neue Erfahrung. Das Gewitter, das die CDU in den letzten Wochen erlebt hat, scheint also auch etwas Gutes gehabt zu haben. Die Stimmung hier heute beim kleinen Parteitag schien geschlossen zu sein. Die Causa Wendt hat offenbar keine Rolle gespielt. Allerdings scheint sie der Grund für diese Geschlossenheit zu sein. Eine Frage, die sich noch stellt, ist, ob die Kritiker innerhalb der CDU sich durch ihre Änderungen, die in den Leitantrag eingeflossen sind, haben einfangen lassen oder ob die CDU diese in den Griff bekommen hat. Am Ende wird wohl erst die nächste Krise in der Landes-CDU zeigen, wie geschlossen die Partei wirklich ist.